Ja, er wird sterben. Und damit er vielleicht halbwegs eine Chance hat, werden wir nachher an die Diagonale graben lassen. Das ist immer besser. Dann fließt es nicht ganz so schnell, theoretisch. Dann haben wir jetzt die Treppen nach oben. So, das wird jetzt funktionieren. So, jetzt können wir mal wieder die Zeit laufen lassen und schauen, was passiert. Brauch den Tunnel zur Pumpe, die eben da drüber kannst du danach channeln, damit die Verbindungsmauer vom Vulkan zum Tunnel weg ist. Achso, das Kind hat jetzt einen Shop sich geschnappt. Ja, wir können das natürlich. Ja, okay. Wir machen es nett für die Zwerge, damit er halt nicht stirbt. Wo ist mein? Da ist mein Channel. Ja, wir können das ja. Na, der ist da drüber, aber genauso breit. Der stirbt schon nicht. Also aktuell, ich habe es zweimal versucht über die Diagonale. Ein Zwerg ist verbrannt, ein anderer nicht. Also aktuell ist meine Vermutung, es ist eine 50-50 Chance, ob der Zwerg schnell genug wegkommt. Ich kann jetzt ja nicht von oben einen Gang und dann da... Natürlich kann ich das machen. Nee, dann channel ich da drüber ja auch. Also, hier ist Luft drüber, das ist Magma. Ich überlege jetzt gerade wirklich, wie wir das hinkriegen, dass der Zwerg nicht stirbt, weil da ja irgendwie Wert drauf gelegt wird. Ich will keine Öffnung haben in das Cave. Genau, so. Kein Mitleid mit den Zwergen. Die treiben mich hier so regelmäßig in Wahnsinn, da kann ruhig mal einer drauf gehen. Oder halt 100. Saufen tun die sowieso. Apropos Saufen, Essen, Trinken, alles da. Ich mache mir schon wieder Sorgen um meine Plumpelme. Nein, ich brauche mir doch keine Sorgen, um die Plumpelme zu machen. Die Samen solltet ihr immer noch nicht. Was ist das hier für ein Samen? Reis. Ja, von mir aus verkocht den Reis. Die Drinks. Wir haben nur Wein. Die stellen nur Wein her. Und alles Mögliche zu essen. Gut. Was sagt unsere Power hier draußen? Na gut, ich habe die ganze Zeit nur designiert. Ne, ich habe ja die ganze Zeit nur designiert, die konnten noch nichts bauen. Deswegen sind auch die Migranten noch nicht da. Was sagen unsere Ersatzschlafzimmer? Das Schöne an dem Schlafzimmer ist, wir kriegen auch wieder ein bisschen Marmor zugange. Aber das Problem auch, was bist du jetzt hier so hell? Galena, okay. Brauche ich nicht. Wie viele Pumpen brauche ich denn? Da hatten wir schon 55 Stück, ne? 4 von den Quus sind schon hergestellt und eine Pipe Section. Super. Das dauert noch. Oh Gott. Zwerge sind auch noch da. Ich bin ja gerade unschlüssig, ob das jetzt nachher wirklich funktioniert. Also noch will keiner buddeln. Es kann aber auch daran liegen, dass sie aktuell noch andere Buddelaufträge haben. Das heißt aber zum Beispiel DN, ich kann das hinten, das kann doch eigentlich weg. Nur da Q, genau, dann halt so, X, weg. Die muss bleiben, weil wir ja da abwechseln von da nach da. Dann muss da noch ein Assembler nachhin, weil ich kann ja hier nicht über die Treppe rüber. Das ist auch nicht schlimm. Das ist die Lava. Ich traue der Lava noch nicht.
Aber hier ist ja auch so, ich pumpe da, wo der Weg ist. Das habe ich hier auch so geplant. Also meine Planung bisher war richtig, ich pumpe auch da, wo der Weg ist, wo der Strom ran soll. Das läuft. Dann brauchen wir halt nur 5 Ebenen mit den Assemblern runtergehen. Der Rest macht nachher die Pumpe. Die Idee ist cool und warum ist das einzige Wasserrad, das wir bisher fertig hatten, jetzt weg? Wer hat das zerstört? Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Wer hat meine Pumpe, mein Wasserrad zerstört? The Fortress attracted. No. Ach, wir haben keine Migranten. Och. Das könnte an den ganzen Angriffen gelegen haben. Ja, können sie. Aber die buddeln erst in das andere. Ja, ist nicht Windmill, sondern W. So, jetzt nochmal wieder drehen. Warum auch immer das weg ist. Vielleicht waren es ja auch schon die fiesen, bösen Elfen. Ach stimmt, die haben das zuerst gebaut. Ach. Und dann fällt das direkt weg. Das ist ja kacke. Da war ich ein bisschen zu schnell. So. Okay, dann baut erst die ganzen Dinger da dran. Und dann die Räder. Ah, ist das umständlich, dass die Zwerge nicht einfach mitdenken können. Vor allem, was machen die alle schon wieder? Immer noch Leichen schleppen? Seid ihr damit nicht bald mal fertig? Wir könnten auch mal wieder das mit den Leichen verbieten. So, hier, schleppt mal bitte, ignoriert mal jeglichen Körper, den ihr findet. Weil ihr seid da oben ja immer noch mit den Knochen beschäftigt vielleicht. Ah, hier, besser mit dem Holz. Ja, damit wir die Elfen geärgert kriegen. Stimmt, da war was. Ich hoffe, ja. Wir müssen unseren Werwolf noch, Wertapier noch wieder eigentlich umbenennen. Wir wissen jetzt ja, dass er ein Werbiest ist. Ne, falls jemand einen Namensvorschlag hat. Punkte habt ihr eh genug. Ihr könnt also ein Werbiest werden. Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Das stimmt. Das habe ich bei da oben bei für die Mühle habe ich das auch gemacht, aber da ich den Dreier hier schon habe. Aber hast du natürlich recht. B, Shift C, W. So. Warte mal den Boden rüber. Nicht aus Holz, bitte. Nimm mal die Blöcke dafür. Es ist einfacher zu schleppen. Block, 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 Block. Block. Marbel. Nein. Nicht Wall. Oh. Ich habe jetzt da überall Wände gebaut, ne? Ja, natürlich habe ich jetzt überall Wände gebaut. Warum auch nicht? Oh Mensch. Es ergibt irgendwie mehr Sinn, das mit Wand zu machen. Und also hier weg. So, nochmal B, Shift C, F, bitte. Ich habe vorhin sogar noch extra W gesagt, das hätte mir direkt auffallen müssen.
So. Ich weiß, dass es nicht die Mitte ist, aber ich kann ein, ich kann zwei direkt aneinander setzen. Dann kommen die an den dran. Und in der Theorie, glaube ich, kann ich danach sogar den Boden entfernen und kann einen dritten da setzen. Und dann geht das trotzdem alles hier hinten ran. Das funktioniert auch. Weil das nämlich hier unten irgendwo funktioniert. Hier, da funktioniert es nämlich auch. Zwei nebeneinander gehen nämlich auch auf die eine. Das heißt, wenn ich jetzt den hier einmal dicht mache, kann ich hier auch zwei nebeneinander setzen. Ich weiß halt nicht, ob ein dritter, wenn ich den Boden wegreiße, ob der dritte auch übertragen wird. Das wäre natürlich cool. Weil den kann ich ja nachher einfach Boden wegreißen, auch dran setzen. Noch, ich weiß auch immer noch nicht, wie das logisch funktionieren soll. Ja, die Händler hauen gleich ab, das ist nicht schlimm. Was macht eigentlich unser Irrer? Ist der noch am Arbeiten? Sucht der noch was? Ist der schon am Durchdrehen oder so? Ich muss noch mal gucken. Nicht er. Ah. Wer ist denn jetzt hier? Wo ist denn das? Müsste das nicht irgendwo stehen? Das wandert alles nach oben hinweg. Das macht mich voll... Das sieht immer so kurz aus. Da. Und du hast einen Platz gefunden. Dann zoome ich da mal hin. Da, okay. Der ist es. Das scheint also, der scheint noch zu arbeiten. Der sucht noch seine Sachen. Holt sich bestimmt gerade unten irgendwo ein Erz aus dem Keller. Vor allem ist es ein Zwergenkind. Das dreht nachher durch. Das wäre auch lustig. Das Zwergenkind dreht durch und metzelt das Militär nieder. Irgendwie sowas. Wo ist es denn? Könnte auch schon tot sein. Man weiß es nicht. Ist ja alles möglich. Ich meine... Das auf alle Fälle. Ja, gut, es gibt auch... Die erwachsenen Zwerge sind auch nicht besser. Die lassen ihre Kinder auch kläglich verrecken. So ist es ja nicht. So, hier wird noch Da buddeln sie schon. Aber nur an der eine. Die anderen Miner haben keine Lust. Das macht einer für sich alleine. Beziehungsweise es kann auch sein, dass er irgendwo hier mittendrin anfängt. Weil genau da, mittendrin, fängt auch einer an. Da muss dann die Treppe irgendwie entfernt. Ach, das wird noch... Also gerade diese drei Ebenen dazwischen, die werden noch seltsam, weil die komplett umgebaut werden müssen. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst, dass Zwergenkinder scary sind. Das hatte ich hier jetzt noch nicht. Okay, die ersten Bohnen. Die wollen mit dem Holz nicht arbeiten. Die Zwerge haben einfach Angst mit dem Holz, weil die wissen, was wir mit den Elfen abgesprochen haben. Die wollen das Risiko einfach nicht eingehen. Dass sie einen umbringen. So ein Krieg mit den Elfen, ich weiß gar nicht, was die da für ein Problem mit haben. Die Untoten bringen uns ja auch nicht um. Warum sollten wir uns also Sorgen um irgendwelche Elfen machen? Aber ich habe halt das letzte Holz abgeholt. Das ist super. Dann geht's ja bald endlich weiter. Dann könnt ihr doch anfangen zu arbeiten. Ich wünsche mir immer noch eine Beschleunigertaste. Etwas, wo ich immer noch bei der Steam-Version drauf hoffe, ist eine Beschleunigertaste. Das Problem ist, wenn ich jetzt die Zimmer anfange einzurichten, dann muss ich wieder pausieren und dann geht es nicht weiter. Ich will, dass das weitergeht. Ich darf nichts mehr machen, wofür ich das Spiel pausieren muss. Zumindest so lange, bis das hier mal... Ich könnte mir schon mal überlegen, wie ich das hier unten gleich sauber hinkriege. So, das ist ja noch so, wie es sein soll. Und hier wird es problematisch. Ja, also ich hoffe auch, dass das funktioniert. Warte mal, jetzt muss ich ja hier... Die Treppe muss weg.
Oh, die Ebene, die verwirrt mich gerade. Mal da unten, da oben, da unten. Das heißt Mauer, Mauer, Mauer. Genau, Mauer, Mauer, Mauer. Okay, das kriege ich hin. Jetzt mache ich doch wieder was bauen, ne? Aber es muss ja so sein. Ich brauche hier Mauer, Mauer. Ich muss ja die drei Ebenen ausgleichen. So, da Mauern hin. Die Rampe da muss weg. Nee, die Rampe muss bleiben. Die Treppe da muss weg. Oh Gott. Die N. Nee, ist ja kein N, ist ja ein Remove-Treppe. Sagte er und es passiert nichts. Und die Rampe muss weg. Da muss auch eine Mauer hin. Alter. Magma-safe Türen will er auch noch haben. Ach, die soll nachher dazwischen. Aber da darf doch keine Magma kommen von unten nachher. Ist Marble Magma-safe? Theoretisch verbrennt ja nichts. Ich wüsste nicht, was nichts was brennen sollte. Die einzige Sorge, wo ich mir Sorgen mache, dass was brennt, ist eigentlich nachher, dass die Leitungen hier brennen. Weil wenn ich jetzt mal das hier nehme, wo jetzt hier Wasser ist, hier kommt Magma, Pumpe, begehbar, Pumpe fest, damit die Magma nicht runterläuft. An der einen Stelle läuft genau hier auch der Assembler ran. Also wenn Magma überspringt, könnte das brennen. Um oder an? Weil umwerfen so eine Pumpe ist, glaube ich, schwer.